Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute soll es so ein bisschen um Alltagstauglichkeit gehen, Sozialisierung. Was ist denn jetzt so wichtig für dich? Und ich sage dir, bleib dran, es ist wirklich wichtig. Wir sehen uns, bis gleich. Hi, ich bin Steve Keier, Hundetrainer und Experte für Rudelverhalten. Wie gesagt, schön, dass du heute auf unserem YouTube-Kanal bist und meine beiden Hunde machen hier so ein bisschen Quatsch. Dürfen sie auch, die haben jetzt ein paar Stunden geschlafen. Und ich möchte dich heute so ein bisschen in meine Gedankenwelt reinnehmen, worauf man jetzt achten sollte, wenn man an die Sozialisierung denkt, an die Gewöhnung meines Hundes. Also wo will ich denn eigentlich so hin? Falls du uns auf Instagram oder Facebook noch nicht folgst oder unseren Podcast noch nicht hörst, lade ich dich dazu ein. Mach das mal, ja, geh mal rüber, lass mal ein Abo da. Da haben wir nämlich auch mal ganz viel Input für dich. Also im Endeffekt möchte ich heute so ein bisschen dir einen kleinen Gedankenimpuls mitgeben, weil wir das halt immer wieder erleben. Ich hatte ein schönes Beratungsgespräch mit einer Familie, die quasi auch Kunden bei uns sind, mit zwei sehr jungen Hunden aus dem Ausland. Also die haben sich für einen Auslandstierschutz entschieden, was ja an sich jetzt erstmal nichts Verkehrtes ist, aber sie sind beide sehr, sehr jung. Also die Hunde, nicht die Menschen. Auch die Menschen sind jung. So, aber im Endeffekt ging es darum, wie die ersten Wochen und Monate sich auch gestaltet haben. Und das ist sehr spannend, weil da machen halt sehr, sehr viele Menschen Fehler. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast vielleicht gerade einen Welpen oder vielleicht auch einen Tierschutzhund übernommen. Und es geht so um die Anfangsphase. Natürlich gibt es bei Welpen eine sogenannte Sozialisierungsphase, wo es sehr wichtig ist, dass man bestimmte Bereiche kennenlernt. Ja, die unbelebte und die belebte Umwelt, also andere Hunde, Artgenossen etc. pp., Straßenverkehr und so weiter. Genauso ist das, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz nehme, aus dem Ausland und so weiter, den muss ich natürlich auch in irgendeiner Form sozialisieren und habituieren, also die Gewöhnung an die unbelebte Umwelt. Das ist den meisten ja auch ein Stück weit klar, auch diese zeitlichen Abschnitte, die machen ja ein paar Geräusche, auch diese zeitlichen Abschnitte und so. Und es geht im Endeffekt darum, dass sich viele viel zu viel Druck machen. Also sie wollen im Endeffekt alles richtig machen, was ich nachempfinden kann, aber schießen sich eigentlich hintenrum wieder selber ins Bein. Deswegen gibt es für mich einen anderen Gedankenansatz dabei. Ja, Sozialisierung und Habituierung ist wichtig, gerade wenn man einen Welpen hat. Auch später noch, das hört nicht auf. Das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, aber das hört ja im Leben nicht auf. Aber was aus meiner Perspektive viel, viel wichtiger ist, sich klar zu machen, wie soll denn meine Zukunft aussehen? Ja, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, weil als Beispiel, wenn ich auf dem Dorf lebe und sehr, sehr gern allein unterwegs bin und eigentlich nur durch den Wald und übers Feld streife, muss ich doch nicht zwangsläufig in 3 Wochen eine Großstadt kennenlernen, Fahrstuhl fahren, Rolltreppe fahren, S-Bahn fahren, Bus fahren. Warum, wenn du es so oder so nicht tust? Genauso ist es, wenn du eigentlich gar nicht mit fremden Menschen und fremden Hunden Kontakt haben willst. Warum solltest du dann jetzt wie ein Irrer in eine Welpenschule, Junghundgruppe laufen und mit deinem Hund 100 verschiedene Hunde kennenlernt? Und darum geht es eigentlich jetzt in diesem Video. Denk doch bitte mal drüber nach, wie lebst du eigentlich und wo willst du eigentlich hin in der Zukunft? Und dementsprechend würde ich die Sozialisierung und die Habituierung auch anpassen. Wenn du wenn du in der Großstadt lebst, klar muss dein Hund dann relativ fix viele Reize und so kennenlernen, weil das wird ja auch dein Alltag. Doch aber nicht, wenn du im Dorf lebst. Ja, wenn du gar kein Interesse daran hast, deinen Hund auf, in ein Einkaufszentrum mitzuschleppen und oder ins Büro mitzunehmen, dann musst du das ja auch gar nicht machen. Wer sagt das denn? Ich glaube, dass viele Menschen viel zu viel Druck und viel zu viel Stress haben, dass sie ihrem Hund ja alles beibringen und im Endeffekt alles eigentlich kaputt machen. Bleiben wir mal bei meinen Hunden stehen, wir können ja mal da ganz kurz hingehen. So, ihr beiden Holzköpfe, ihr habt wieder ausgeschlafen. Nehmen wir mal zum Beispiel Hey Hey oder Alice. Hey Hey ist jetzt gut 3 Jahre. Leg dich mal hin jetzt hier. Die sind richtig gut drauf. Guck, Alice macht schön Spaß. Hey Hey ist jetzt gut 3 Jahre und er hat weder Welpen kennengelernt, vielleicht mal einen, sondern der hat eigentlich nur Althunde kennengelernt in unserem Rudel quasi.
Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil vom ersten Tag an sollte der, hört mal auf jetzt hier, weil vom ersten Tag an sollte der eins lernen, und zwar sozial einigermaßen kompetent zu sein und in dieser Gruppe klarzukommen. Er sollte mir helfen, Hunde mit zu integrieren. Er sollte auf gar keinen Fall draußen zum Beispiel auf Spazierwegen oder so bei Artgenossen irgendwie eine Problematik entwickeln. Und deswegen hat er zum Beispiel nie Hundekontakt an der Leine oder draußen außerhalb unseres Alltages Hunde kennengelernt. Wozu? Alice, ganz anderes Beispiel, die muss zum Beispiel, ich sag jetzt mal, viel mit in den Stallalltag. Das heißt, sie lernt von Tag 1 an, damit hinzukommen, da ihre Zeit zu verbringen und dieses Leben wahrzunehmen, was er jetzt zum Beispiel auch lernt. Wusste ich aber damals noch nicht, dass das wichtig für uns wird. Aber weil Sozialisierung und die Gewöhnung an das Leben ist eine Lebensaufgabe. Versteht ihr? Das muss man nicht in einer Woche oder in einem Monat alles reinpressen, sondern ihr macht euch da viel mehr kaputt mit, als dass es Sinn ergibt. Darum geht es mir im Endeffekt. Was viel, viel wichtiger ist, ist, Alice, komm mal her, was viel, viel wichtiger zu verstehen ist, wenn die zum Beispiel jetzt gewisse Sachen noch nicht kennen, noch nie erlebt haben, ist es viel, viel wichtiger, dass ich als Mensch eine stabile Beziehung habe. Du bist ein Holzkopf. Dass ich zu meinen Menschen eine stabile Beziehung habe und ich sie dadurch führen kann. Also ich sie zum Beispiel neue Situationen aussetzen kann und sie mir vertrauen und die Gesamtsituation schaffen. Beispiel, Hey Hey war ein Jahr alt, wo wir unsere erste große Wanderung mal gemacht haben mit Bus, mit Einkaufszentrum, und er kannte es vorher nicht. Ja, Hey Hey, komm mal von der Kamera weg. Komm her. Und er kannte das vorher nicht. Und was haben wir gemacht? Wir sind einfach ganz normal mit ihm da rein und sind davon ausgegangen, er wird uns schon vertrauen und macht da mit. Und er hat es super gemacht, obwohl er es nicht in seiner Sozialisierungsphase erlebt hat. Und was ich dir jetzt einfach sagen will, ist, mach dich nicht so dolle verrückt. Guck mal wirklich, was für einen Hund du hast, was der mitbringt an der Genetik, wo der herkommt, was der braucht, um glücklich zu sein, Gesundheit, und vor allen Dingen, wie dein Leben in Zukunft aussehen soll. Und darauf fokussiere dich. Ja, und wir haben gerade im Team wieder Welpennachwuchs. Einmal die Johanna, auch einmal der Micha. Da kommen wir auch noch drauf zu. Auch die gute Katja wird bald noch einen Welpen haben. Das heißt, wir sind bald hier so eine kleine Welpenfabrik im klassischen Sinne. Und jeder hat ja eine andere Idee. Jeder will ja etwas anderes erreichen mit seinem Welpen. Und deswegen kann ja nicht jeder dasselbe machen, so wie ich das mache. Weil ich ja auch ein ganz anderes Leben habe. Also ich kann für euch keine Messlatte sein oder keine, oh, der hat das so gemacht. Nee, darum geht es mir in dieser Nachricht. Und wir wollen jetzt auch mal Johanna mal ein paar Worte sagen lassen, was sie so vorhat mit ihren kleinen Welpen. Und dann lassen wir uns da mal, dann lassen wir euch quasi einen kleinen Einblick mal da rein, weil die Kleine ist noch ganz jung, noch gar nicht lange da. Und jetzt halte ich meinen Schnabel und wir lassen Johanna reden. So, ich habe eben mal ganz fix mit Steve die Plätze getauscht. Und jetzt sind auf einmal auch zwei andere Hunde da. Einmal den Jacko, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? Der ist 3 Jahre, ein Boxer und sehr cool. Und das hier ist klein Laika, 13 Wochen, ein Hütehund. Und die wird auch irgendwann mal richtig cool sein. Gerade ist noch ein kleiner Wirbelwind, ne, rassebedingt natürlich. Ja. Genau, und das, unser Ziel ist es natürlich, einen ruhigen und entspannten Hund hinzubekommen. Ist natürlich rassebedingt ein bisschen eine Herausforderung, aber auf jeden Fall machbar. In meiner Freizeit sind die Hunde eigentlich eher so mein Ausgleich. Also allgemein sollen die mich in meinem Arbeitsalltag begleiten und immer bei mir sein. Mir beim Arbeiten vielleicht auch ein bisschen mithelfen. Das stelle ich mir auf jeden Fall vor. Und danach gehen wir wandern, spazieren. Nur wir zwei oder wir drei mittlerweile, ja. Genau, also soll das eher so ein Ausgleich sein zu meinem Alltag. Wobei der ja eigentlich auch cool ist. Eine Ergänzung, sagen wir, es ist eine Ergänzung zu meinem Alltag. Genau, das heißt, Stadtleben kriegen die gar nicht so richtig groß mit. Also klar werden die da auch mal mit reinkommen und das auch mal miterleben, weil die ja schon eigentlich immer mit dabei sein sollen. Und dann soll die das natürlich auch nicht überfordert. Aber im Großen und Ganzen werden wir uns eigentlich nur auf Waldwegen aufhalten, Feldern und Wiesen, ganz idyllisch werden wir das machen. Und deswegen ist das auch mein Fokus momentan, einfach die ganzen Waldwege zu erkunden. Wir werden jetzt sicherlich auch mal so vielleicht so in der 15. Woche mal durch eine Stadt laufen, einfach damit sie es mal erlebt hat. Genau. Aber ansonsten sind wir eigentlich nur im Wald unterwegs.
und auf Feldern und Wiesen. Genau, und mein Hauptaugenmerk, was ich jetzt gerade mache in den ersten Wochen, ist natürlich die Aufmerksamkeit, weil ohne das geht's nicht. Ohne das kann man mit dem Hund natürlich nicht kommunizieren. Und das Abbruchssignal, weil kleiner Wirbelwind, frisst alles an, muss alles erkunden, fragt die ganze Zeit nach den Grenzen und die zeige ich dir natürlich auch jeden Tag. Und dann natürlich die Ruhezone. Eins der wichtigsten Sachen, ne, damit sich der Hormonhaushalt regulieren kann und die Kleine einfach mal lernt, was Schlafen eigentlich bedeutet. Weil wenn ich ihr das nicht zeigen würde, würde die den ganzen Tag Rambazamba machen, so wie jetzt. Ne? Genau, und das darf sie ja auch mal, aber eben kontrolliert und dann nicht 24 Stunden, sondern ja, vielleicht 2 Stunden. Genau, ja, das war's zu uns und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Welpen. Bis dann! Also, im Endeffekt, was ich dir heute hier auf diesen Weg mitgeben will, mach dich nicht verrückt. Guck wirklich, wie du lebst, wo du in ein paar Jahren sein willst. Sei klar für deinen Hund, mach nicht zu viel. Bau vernünftige Strukturen, einen vernünftigen Alltag auf, überfordere deinen Hund nicht und mach wirklich nur das, wo du am Ende auch wirklich hin willst. Ja? Sei ein Stück weit flexibel, mach nicht zu viel. Im Endeffekt kann ich es mit einem Satz beenden. Weniger ist mehr. Stimmt's, ihr Holzköpfe? Und ihr habt mich heute die ganze Zeit gestört, dafür kriegt ihr jetzt eine Woche Stubenarrest. Falls ihr aber aus diesen Gedankenkarussell nicht mehr rauskommt oder ihr habt genau das alles verkehrt gemacht und ihr habt euren Hund überflutet und der ist jetzt kaum noch zu steuern, der ist nervös, der ist aufgeregt, zerrt an der Leine, hört nicht auf den Rückruf, orientiert sich an euch nicht, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Ja, könnt ihr euch bewerben zu einem kostenlosen Beratungsgespräch und dann schauen wir mal, ob wir euch helfen können. Guckt euch mal die kleine Ziege an. Ja, und wir lassen die jetzt spielen noch ein bisschen und ich freue mich, wenn wir dich dann sehen und dich auch coachen können, damit dein Leben wieder lustig und harmonisch wird und ihr Spaß habt beim Spazierengehen. Euer Steve, macht's gut. Ciao, ich mache jetzt auch mit dir. Rawr,